Hallo liebe Aufrufer, ich habe hier Dienstag, 25. Juni 2013 noch eine kleine Bildungsaufnahme zu machen, denn ich finde es schon entsetzlich, wie ich als hochqualifizierter Fachmann, der hier diese Mühe jedenfalls verständliche tägliche Videos einzustellen, doch oft da, wo das Verständnis der Konsumenten, der User fehlt, dann auch unglaublich unverschämt angepisst werde. Das habe ich neulich schon wieder erlebt mit dem Thema Non-Governmental Organization. Das hat damit zu tun, die Menschen haben keine Ahnung, was das ist, NGO. Ja? Die SPD ist NGO, der Deutsche Gewerkschaftsbund ist NGO. Ja? Aber alle möglichen Vereine sind NGO. Wenn ich mich zum Garage Selling treffe und mache einen kleinen Flohmarkt vorm Haus mit mehreren Leuten, dann ist das auch NGO, nicht Regierungsorganisation. Nur der Punkt ist der, wenn ich heute in Köln einen Kunstverein gründe, dann brauche ich 7 Leute, formal die Gründung eines Vereins und so weiter, kann man den Vorverein gründen, dann geht man zum Vereinsregister und so, meldet das an. Tralala, da hat man einen Kunstverein, aber sonst gar nichts. Kein Mensch interessiert das. Wenn aber die SPD und die CDU einen Kunstverein gründet, dann heißt das Kunstverein Köln, dann setzen die ihre staatlichen Mittel und Beziehungen dafür ein, dann steht es auch groß in der Zeitung und dann ist es auch eine NGO, aber der Kölner Kunstverein, den die Parteien gründen, der kriegt dann sogar eine internationale Dimension, je nachdem. So wurde die Akademie der Künste der Welt von der Stadt Köln gegründet. Das ist auch NGO. Genau wie das Goethe-Institut NGO ist, allerdings mit kleinen Abschwächungen. In Wirklichkeit ist das Goethe-Institut eine staatsausgelagerte Form des Bundesaußenministeriums. So, jetzt kommen wir der Sache näher. NGO ist eben nicht NGO und nicht NGO. Eine Stiftung ist kein Verein. Eine fusionierende Gruppe ist keine Gewerkschaft. Eine Partei ist was anderes als ein Fußballverein. So, mit anderen Worten, wenn ich als Fußballverein im Deutschen Fußballbund bin, dann bin ich in meinem Landesverband, also Nordrhein-Westfälischen Fußballverband, der ist im Deutschen Fußballverband DFB, der ist in der Europäischen Fußballverbandsvereinigung UEFA und die sind in der Weltfußballvereinigung FIFA. Wenn ich ein Universität Samstag Nachmittag Wiesenfußballclub mache, komme ich nicht mal auf irgendwelche Fußballplätze drauf, so ohne weiteres. Also mit anderen Worten, NGO ist nicht NGO. Die NGOs, die wir in Erscheinung treten sehen in der Politik, das sind dann Agenturen von politischen Interessenten. So werden zum Beispiel sogenannte NGOs nach Russland geschickt, um dort Sabotage zu machen. Die nennen das Demokratie und Aufklärung. Ja, aber Herr Putin sagt, in meinem Land bestimme ich selbst. Und dann ist das nicht Regierungsorganisation. Dieses NGO, Non-Governmental Organization, ist ein völlig schiefer Begriff. Denn solche Vereinigungen oder Agenturen haben unterschiedliche Hintermänner, Geldgeber, Personalpolitik und je nachdem, wer dahinter steckt. So ist eine NGO zu bewerten. Also, ein Goethe-Institut ist anders zu bewerten, als wenn ich eine Musikschule eröffne. Und insofern ist NGO in Ägypten, wo die Konrad-Adenauer-Stiftung verboten worden ist und Strafen ausgesprochen sind vom Gericht in Kairo, die haben sich in deren Gesetzeslage was zu Schulden kommen lassen. Und dann ist NGO nicht etwas, wo wir sagen, oh, die verbreiten unsere Demokratie. Nein, in Ägypten müssen wir das ägyptische Recht respektieren. Jetzt komme ich also hier zu meinem Thema heute, nämlich mit den Türken. Berlin gibt Widerstand gegen EU-Beitrittsgespräche mit Ankara auf. Also es sollen EU-Beitrittsgespräche weitergeführt werden. Ja, lass sie doch sprechen. Sprechen ist immer gut. Ja, und Beitritt, Nicht-Beitritt und so weiter, lass sie alle sprechen. Aber was hier jetzt zu ketzern ist von mir, das ist dieser Begriff, über den aufgeklärt werden muss. Zivilgesellschaft. Zivilgesellschaft. Ja, das sind zivilgesellschaftliche Organisationen, in Klammern NGO, Non-Governmental, zivilgesellschaftlich. Es ist ein Scheißwort, es ist völlig falsch. Also Zivis ist der Bürger. Zivilgesellschaft bedeutet auf Deutschland bezogen, alles was rechtlich, staatsrechtlich
im Bereich des bürgerlichen Gesetzbuches, BGB, stattfindet. Also meine Grundrechte, Pressefreiheit, Informationsfreiheit, Versammlungsfreiheit und was weiß ich alles, Pressefreiheit, Wissenschaftsfreiheit, alles das sind für mich auch als private Zivilperson Rechte. Jetzt muss man das also so sehen. Wir haben unsere Verfassung, bei uns heißt das Grundgesetz. Unter dieser Verfassung sind alle Rechte, vom Militärgesetz, Polizeigesetz, Staatsrecht, die Gewaltenteilung, ja, das Bundesverfassungsgericht, der Föderalismus, ja, Bund, Länder, Gemeinden, die Gemeindeordnungen, die Landessatzungen und so weiter. Alles das ist Grundgesetz und darunter ist auch das bürgerliche Gesetzbuch, das definiert die Rechte und Pflichten des einzelnen, persönlichen, individuellen Bürgers, zivil. Ich bin Zivilist als private Bürgersperson. Und nun kommt aber der Begriff zivilgesellschaftliche Organisation. Das ist nämlich was anderes. Das ist nämlich im BGB, im bürgerlichen Gesetzbuch, das Vereinsrecht. Und hier treten nun die evangelische Kirche, die katholische Kirche, die DITIB, der Verband der Juden in Deutschland und so weiter, alle treten als zivilrechtliche Organisationen ein und die sagen dann, wir vertreten so und so viele Millionen Autofahrer, ADAC. Der ADAC ist eine Nichtregierungsorganisation, ja. Der Deutsche Gewerkschaftsbund vertritt so und so viele. Die treten alle als zivilrechtliche Organisationen auf. Zivil bin ich aber als Person und nicht als ein Mitglied der CDU. Und insofern ist dieses zivilrechtliche Geschehen, zivilgesellschaftliche Einflüsse der Deutschen in der Türkei, das ist nicht, wenn ein Deutscher am Gemüseplatz in Istanbul demonstriert. Das ist nicht zivilgesellschaftlich, sondern was die meinen ist, wenn jetzt deutsche Organisationen, meinetwegen Goethe-Institut Istanbul oder Ankara oder wo die sind, Konrad-Adenauer-Stiftung, wenn die jetzt hingehen und behaupten, wir wollen zivilgesellschaftliche Mitwirkung in der Türkei als quasi Gäste aus Europa, Europäische Union, zivilgesellschaftliches Engagement. Es ist ein Schwachsinn. Die zivilgesellschaftlichen Organisationen sind nämlich NGOs und das sind Brechwerkzeuge, wenn dahinter die entsprechende politische Macht steht. Ich hingegen als zivilgesellschaftliche Person, ich kann in Israel an der Palme wackeln oder in Istanbul an einer Palme wackeln, da wird niemand sagen, aha, das ist die zivilgesellschaftliche Demokratie oder so. Mit anderen Worten, Vorsicht vor diesen Begriffen NGO oder zivilgesellschaftlich. Das sind Lügenworte, die die Politologie entwickelt hat, um Einfluss zu nehmen, da wo man an sich das Recht nicht hat. Also anderer Gesellschaften und Staaten Recht zu unterlaufen. Das ist im Grunde genommen zwischen Umsturz, Subversion und so weiter. Also zivilgesellschaftliches Engagement sehe ich bei Anonymous vor der EZB in Frankfurt. Und was passiert da? Da kommen die Wasserwerfer. So. Klasse. Schönen Dank für den Aufruf.